Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vor der italienischen Insel Lampedusa ertrinken mindestens 127 Afrikaner. Sie wollten nach Europa. Unsere Tagesthemen. Tod der Flüchtlinge, die Frage nach der europäischen Schuld. Schüsse am Kapitol, Anspannung im politischen Washington. Tag der Einheit, Blick nach zurück und nach vorn. Es ist ein Drama und eine Tragödie. Die Reaktionen der europäischen Politiker sind einhellig und sie sind bestürzt. Doch die tödlichen Dramen und Tragödien, die sich schon seit Jahren vor der italienischen Insel Lampedusa abspielen, enden einfach nicht und sie werden auch nicht verhindert. Diesmal starben mindestens 127 Flüchtlinge, über 200 werden noch vermisst. Sie hatten sich offenbar aus ihrer Heimat Eritrea und Somalia nach Libyen durchgeschlagen. Vermutlich haben sie Schleusern viel Geld bezahlt, um am Ende kurz vor der Küste Lampedusas zu ertrinken. Auch Papst Franziskus hat sich heute darüber entsetzt geäußert. Über die Katastrophe berichtet Stefanie Staus. Die Zahl der Toten steigt und steigt. Rettungskräfte sind schockiert von den vielen Leichen im Meer. Und die, die es geschafft, die Tragödie überlebt haben, sie sind unterkühlt, erschöpft und dehydriert, berichten Augenzeugen. Traumatisiert von dem Unglück, das sich auf See abgespielt haben muss. Nur eine halbe Seemeile vor Lampedusa war das Boot mit mehreren hundert Flüchtlingen in Seenot geraten. Um auf sich aufmerksam zu machen, sollen die Flüchtlinge eine Decke angezündet haben. Das Feuer schlug auf das Boot über. Dann ist Panik ausgebrochen. Das Boot ist umgekippt und die Flüchtlinge sind ins Wasser gesprungen. Von einer der schlimmsten Tragödien vor Lampedusa spricht Bürgermeisterin Giusi Nicolini und appelliert an die Politik, das Bergen von Leichen müsse endlich aufhören. Erst Anfang der Woche waren 13 Flüchtlinge vor der Küste Siziliens ums Leben gekommen. Wie in diesem Fall offenbar auch, war das Boot überfüllt und nur eingeschränkt seetüchtig. Gleichgültigkeit gegenüber den Flüchtlingen hatte Papst Franziskus kürzlich bei einem Besuch in Lampedusa kritisiert. Heute im Vatikan bezeichnet er diese Tragödie als Schande. La parola vergogna. Die Zahl der Bootsflüchtlinge stieg in Italien in diesem Jahr drastisch an. Wegen ihrer Nähe zu Afrika ist Lampedusa für viele das Tor nach Europa. Italiens Politiker fordern mehr Unterstützung aus Brüssel. Die eigene Regierung könne die Flüchtlingsströme nicht bewältigen. Das, was Sie hier sehen, dieses Meer, ist die Grenze Europas, nicht die Tür nach Italien. Es ist die Tür nach Europa. Italien müsse viel mehr tun und habe genug Kapazitäten, Menschen aus Seenot zu retten, heißt es einerseits. Andererseits müssten die europäischen Staaten in Zukunft besser kooperieren. Es ist ein europäisches Problem. Ich kann mich nur wiederholen und an die Mitglieder der Europäischen Union appellieren, Verantwortung für die Flüchtlingstragödie zu übernehmen. Etwa 300 Rettungskräfte versuchen zur Stunde noch Lebende zu bergen. Regierungschef Letta hat für morgen Staatstrauer angekündigt. Vor dem Kapitol in Washington sind Schüsse gefallen. Im Kapitol sind die beiden Kammern des amerikanischen Parlaments untergebracht. Das Gelände wurde sofort von der Polizei abgesperrt. Das alles geschieht vor dem Hintergrund der sehr angespannten politischen Stimmung in Washington wegen des bizarren Machtkampfes zwischen dem mehrheitlich republikanischen Repräsentantenhaus und dem amerikanischen Präsidenten. Angetrieben von der ultrakonservativen Minderheit der sogenannten Tea Party bei den Republikanern hat die Partei dem Staat die Haushaltsmittel gesperrt. Die heutigen Schüsse vor dem Kapitol haben einen zusätzlichen Schrecken verbreitet. Stefan Niemann mit den neuesten Entwicklungen. Alarm am Kapitol. Polizisten und Antiterrorkräfte des FBI stürmen am Nachmittag ins Zentrum Washingtons. Es hatte in unmittelbarer Nähe des Kongresses eine Schießerei gegeben. Die Sitzungen von Senat und Repräsentantenhaus zum Haushaltsstreit jäh unterbrochen. Amerikas politische Elite zur Sicherheit im Kapitol eingeschlossen. Abgeordnete werden zu Augenzeugen, berichten per Telefon und Twitter über das Geschehen.
Eine offenbar verwirrte Frau hatte mit ihrem Auto beinahe eine Absperrung in der Nähe des Weißen Hauses durchbrochen. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd in Richtung Kapitol wurde sie angeschossen. Auch ein Polizist wurde verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Passanten unter Schock. Ich musste sofort an den Amoklauf auf dem Marinegelände denken, wo ich arbeite. Der Sicherheitsalarm inzwischen wieder aufgehoben. Vor dieser Aufregung standen in Washington alle Zeichen auf Streit. Vergeblich hatte Barack Obama gestern versucht, den Parteien einen Kompromiss im Haushaltskonflikt abzuringen. Der Präsident stellt seine republikanischen Gegner an den Pranger. Die Amerikaner haben ihre Volksvertreter gewählt, damit ihr Leben leichter wird, nicht härter. Und es gibt ja einen Ausweg aus diesem rücksichtslosen und schädlichen Stillstand. Der Kongress muss einen Haushalt verabschieden, ohne diesen an parteipolitische Forderungen zu knüpfen. Wunden lecken bei den Konservativen. Der entnervte Fraktionschef Boehner bekommt den erzkonservativen Tea Party-Flügel seiner zerstrittenen Republikaner nicht in den Griff. Andere machen sich heute zu Wortführern, Schuldzuweisungen. Seit 5 Jahren regiert Präsident Obama nach dem Motto, ich bin gewählt, wir machen alles, wie ich will oder gar nicht. Und er geht nicht auf uns Republikaner zu. Dabei wurden auch wir gewählt, um die großen Probleme des Landes zu lösen. Ein seltenes Bild der Eintracht. Gemäßigte Republikaner und Demokraten aus Senat und Repräsentantenhaus werben am Mittag für einen Kompromiss. Doch diese Stimmen der Vernunft sind eine Minderheit und einfach noch nicht laut genug im Politzirkus von Washington. Doch am Ende dieses Tages ging selbst die Haushaltskrise unter in der Angst vor einem Terroranschlag auf das politische Herz Amerikas. Manchmal braucht es einfach einen bestimmten Tag, um sich erneut klarzumachen, was historisch Ungeheuerliches geschehen ist. Heute war so ein Tag. Der 23. Jahrestag der deutschen Einheit. Eine damals gänzlich unbekannte Wissenschaftlerin in Ost-Berlin und ein Pastor aus Rostock begannen vor mehr als 23 Jahren ihr politisches Engagement. Der Pastor hieß Joachim Gauck und hielt heute in Stuttgart seine erste Rede als Bundespräsident zum Tag der deutschen Einheit. Die Wissenschaftlerin, Sie ahnen es, Angela Merkel, hörte ihm als Bundeskanzlerin zu und sie sprach am Rande der Feierlichkeiten mit dem ersten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Allerdings würde ich mal vermuten, dass sich die beiden dabei sowohl über die Vergangenheit, aber ganz sicher auch über die politische Zukunft unterhalten haben. Florian Gedin. Es ist noch früh an diesem Einheitsfeiertag, da begegnen sich die Oberen des Staates hinter der Stuttgarter Stiftskirche. Mikrofone und Kameras sind auf Distanz und so bleibt es reine Spekulation, worüber die schwarze Kanzlerin und der grüne Ministerpräsident sich so engagiert unterhalten. Klar ist nur, auch am Tag der deutschen Einheit ist das Thema Regierungsbildung eben ein Thema. Wir werden jetzt in die Sondierungsgespräche gehen, morgen mit der Sozialdemokratischen Partei und nächsten Donnerstag mit den Grünen. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, eine stabile Regierung zu bilden. Der Verweis auf die ersten Gespräche morgen, irgendwie auch ein Hinweis, heute ist nicht der Tag zum Verhandeln, heute ist Feiertag. In Stuttgart feierten etwa 500.000, vor allem das kulinarische Deutschland, mit Berliner Currywurst, Spreewaldgurke und Kalorienbombe aus dem Schwarzwald. Fast unbemerkt vom Trubel diese gelben Stellwände auf der Festmeile. Sie tragen Texte über die Einheit. Verfasst von Einheitskindern. Keiner der Autoren ist älter als das wiedervereinte Deutschland. Anja aus Baden-Württemberg und Leo aus Mecklenburg-Vorpommern haben mitgeschrieben. In ihrem Leben gibt es nur das wiedervereinte Deutschland. Ich kenne es tatsächlich ja nicht anders. Aber ich freue mich, dass es bei mir zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, nicht so ist wie vor 23 Jahren. Trotz, dass ich bei der Wende und auch bei dem Mauerfall und alles, was davor und danach dann war, nicht so direkt dabei war, verbinde ich stolz damit, dass es solche Menschen in meinem Land gab, die sich dafür eingesetzt haben und dass es alles so friedvoll vor allem verlaufen ist. An die Wendezeit erinnerte auch der Bundespräsident beim Festakt. Heute sieht Gauck neue Herausforderungen für Deutschland, auch bei wirtschaftlichen und militärischen Konflikten. Ich mag mir nicht vorstellen, dass Deutschland sich groß macht, um andere zu bevormunden. Aber ich mag mir genauso wenig vorstellen, dass Deutschland sich klein macht, um Risiken und Solidarität zu umgehen.
Nach der Bundestagswahl stehe Deutschland nun vor einem Neuanfang. Und inmitten dieses Neuanfangs neckt der Gastgeber die Kanzlerin mit einem Schiller-Zitat. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst nach altem Brauch und eigenem Gesetz. Die fröhliche Regierung wird jetzt von der Bundeskanzlerin gezimmert, den Tag der deutschen Einheit fröhlich zu feiern. Dazu sind sie schon heute alle eingeladen. Passenden Anschauungsunterricht gab es auf der Festmeile. Heute war Feiern. Berliner Politik ist erst wieder morgen. Und jetzt die weiteren Nachrichten des Tages mit Thorsten Schröder. In dem havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima hat es erneut eine Panne gegeben. Nach Angaben der Betreiberfirma TEPCO könnten bis zu 430 Liter radioaktiv verseuchten Wassers aus einem undichten Tank ins Meer gelangt sein. Im August hatte es schon einmal ein Leck gegeben. Seit der Atomkatastrophe im März 2011 werden große Mengen an Wasser zur Kühlung der geschmolzenen Brennstäbe benutzt und anschließend gelagert. 2 Tage nach dem Grubenunglück in Thüringen liegt das vorläufige Obduktionsgutachten vor. Laut Staatsanwaltschaft starben die 3 Bergleute an einer sehr hohen Kohlendioxidkonzentration. Das Gas hatte sich nach einer Routinesprengung in der Kaligrube unter Breitsbach sehr schnell ausgebreitet. Bergamt und Staatsanwaltschaft untersuchen, wie es zu dem Gasausbruch und der anschließenden gewaltigen Druckwelle kommen konnte. Am Tag der offenen Moschee haben bundesweit viele islamische Gemeinden die Tore für Interessierte geöffnet. Er findet jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit statt. Ziel ist es unter anderem, Ängste und Vorurteile bei Nichtmuslimen abzubauen. Zehntausende Besucher nutzten die Möglichkeit, mehr über den Islam zu erfahren. In der Europa League hat der SC Freiburg eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim FC Sevilla unterlag der Fußball-Bundesligist mit 0:2. Freiburgs Trainer Christian Streich hatte mit Julian Schuster und Jonathan Schmid gleich 2 Stammspieler zu Hause gelassen. Sie sollten geschont werden für die Bundesliga. Die Gäste in den blauen Trikots bemüht, allerdings zu harmlos in der Offensive. Auch Sevilla tat sich schwer, ins Spiel zu kommen. Carrero mit der besten Chance für den Gastgeber vor dem Seitenwechsel. Bei den knapp 1000 Freiburger Anhängern herrschte Hoffnung bis zu dieser Szene in der 62. Minute. Foul von Dianan Bakker im Strafraum. Klare Notbremse, deshalb wie schon vergangene Woche gegen Dortmund, rot für Freiburgs Innenverteidiger. Den fälligen Strafstoß verwandelte Diego Perotti sicher zum 1:0. Sevilla danach die spielbestimmende Mannschaft, doch erst in der Nachspielzeit traf Bakker zum 2:0 Endstand. Freiburg wartet in der Europa League weiter auf den ersten Sieg. Fabian Hambüchner hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen die Bronzemedaille im Mehrkampf gewonnen. Der 25-Jährige aus Wetzlar zeigte einen fehlerlosen Wettkampf und glänzte vor allem am Boden und am Reck. In Abwesenheit des formschwachen Olympia-Silbermedaillengewinners Marcel Nguyen war Hambüchen der einzige deutsche Starter. Hambüchen lag lange weit entfernt von den Podestplätzen, zeigte aber eine starke Aufholjagd und holte so seine erste Mehrkampfmedaille seit 6 Jahren. Der Sieg ging wie erwartet an Olympiasieger Koji Uchimura aus Japan vor seinem Landsmann Ryohei Kato. Und soeben ist das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Apoel Nicosia zu Ende gegangen. Frankfurt setzte sich mit 3:0 durch. Ja, gefühlt haben wir durch den heutigen Feiertag ein langes Wochenende. Claudia, dieses gefühlte lange Wochenende, sollen wir das jetzt eher drin oder draußen verbringen? Thomas, ich hoffe, die meisten haben es heute schon draußen verbracht, weil das war definitiv der schönste Tag dieses langen Wochenendes. Wobei morgen zumindest ab und zu noch mal die Sonne dabei sein wird. Ab und zu heißt nicht so sehr viel, denn dieses Wolkenpaket liegt westlich von uns. Hier sehen Sie, es fängt sich an einzudrehen. Und das heißt ein Tief. Die Warmfront kommt dann in der Nacht und morgen herein und bringt gelegentlich etwas Regen. Dieses Hoch hält zwar im Moment noch dagegen. Das heißt, der Osten bekommt etwas mehr Sonne ab, aber das gelingt ihm eben auch nicht allzu lang. Dem Hoch. So sieht es mit der Sonne morgen und die nächsten Tage aus. Hamburg immerhin 4 Stunden, Berlin 10, in München 4 Stunden und danach geht es deutlich bergab. Erst am Sonntag wieder Chance auf ein bisschen Sonne im Norden, 3 im Westen, 3 Stunden, im Süden dann ziemlich trüb, genauso wie auch im Osten. Jetzt in der Nacht kommen schon die Wolken der Warmfront mit Regen, nach Osten hin ist es oft sternenklar. Dementsprechend auch kalt mit Temperaturen, die in den höheren Lagen unter 0 Grad gehen. Von Westen mildere Luft und dichte Wolken, deswegen da 10 bis 14 Grad.
Morgen Vormittag im Nordwesten und im äußersten Süden ab und zu nass, nach Osten viel Sonne. Am Nachmittag dann im Nordwesten zum einen Regen, einzelne Gewitter. Ähnliches gilt dann auch für den Südwesten, da kommt ein neuer Schwung nass. Höchsttemperaturen bis zu 22 bis 24 Grad im Westen, nach Osten hin deutlich frischer. Und der Wind meist schwach, im Norden sogar kräftig, im Mittel Windstärke 5 bis 6 aus Südost. Dann am Samstag ziemlich wechselhaftes Wetter, nur selten Sonne und am Sonntag im Norden und Westen schön, sonst sehr nass. Die nächsten Tage bleibt es aber recht mild, Temperaturen so 17, 18 Grad, das lässt sich zumindest aushalten. Ja, damit kann man leben. Vielen herzlichen Dank, Claudia. Hier folgt jetzt ein Krimi mit Mankels Wallender. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:25 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.